und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta in Rome Total War 2. Wo wollen wir hin? Also, ich würde sagen, wir schmeißen mal Athen so richtig raus. Letztes Mal haben wir Pulpodeva und Epidamnos, glaube ich, besiegt. Und jetzt schauen wir mal, was uns die nächste Folge bringt. Also so, von Eroberung würde ich gerne wieder das, entweder auf Alexander machen, also quasi die, also Richtung, Entschuldigung, was macht er da? Ja, machen wir automatisch hier. Alexander Richtung Osten gehen, das wird auf jeden Fall dann eine Herausforderung, weil im Osten sind eher die leichten Armeen und nicht die schwer gepanzerten, schweren Infanterie und so. Gegen die hätte ich auf jeden Fall eine größere Chance als gegen die kleineren. Warum das so ist, ist ja easy zu erklären. Das habe ich auch in der Folge gemacht. Vorletzte Folge, glaube ich, oder vorvorletzte, bei denen, wo ich die Mythen quasi um Sparta ein bisschen aufgeklärt habe, sag ich mal. Da habe ich ja auch gesagt, dass Sparta eine super schwere Infanterie hatte, aber gegen Feinde, die viel leichte Infanterie und Kavallerie hatte, also bewegliche Truppen, hatte Sparta sehr große Schwierigkeiten. Und das sieht man ja auch, wenn man eine Armee hat ohne Fernkämpfer, ohne Kavallerie, dann ist man sehr schnell gearscht, wenn der Feind viel Fernkampf hat. Beziehungsweise dann ist halt die Verlustrate sehr, sehr viel höher. Weil die Feinde können dann gechillt auf einen schießen, während man warten muss, bis die Munition von denen alle ist, ne? Gut. So viel dazu. Also, ich weiß noch nicht, wohin wir gehen. Der Wohlstand von den Ländern hier ist echt für den Arsch. Mich wundert es immer noch, dass die Etrusker immer noch da sind. Dass die immer noch leben, ne? Also ich meine, Italien war schon in Illyria und haben immer noch die Etrusker nicht platt gemacht. Hier ist Rom auch schon, da auch. Also Rom ist schon gar nicht schlecht groß. Naja. Mal schauen, ob wir bald in Pundentium landen. Aber erstmal wollen wir Athen platt machen. So. Sorry wegen der kratzigen Stimme. Ich bin gerade aufgestanden. Und ich muss jetzt für heute noch schnell ein Ründchen aufnehmen, damit ihr was zum Gucken bekommt und ich dann weiter arbeiten kann. So. Gut. Ich muss heute noch was muss ich heute noch? Heute ist Dienstag. Nee, Dienstag ist heute, ja. Zum Glück. Uiuiui. Dienstag. Ja, dann muss ich noch Borderlands 3 aufnehmen. Ja, cool. Das ist dann immer nicht so leicht zum Speichern. Ich mach was mit Forschungskarte. Habe ich bestimmt schon erzählt. Also mindestens bei Makedonien 10-mal. Die Eule ist ja das Tier, das schlaue Begleitertier, sag ich mal, von Minerva. Der Göttin der Weisheit, glaube ich, ist es. Und ich will Athen platt machen.
Genau, ist, also und, seitdem gilt eigentlich die Eule als Zeichen der. Ihr seid weise genug, nicht untätig am Ufer zu sitzen, sondern den vorbeischwimmenden Fisch zu packen. Wäre das nicht dann so, dass ich dich angreifen würde? Machen wir erstmal nicht. Genau, die Eule ist seitdem ein Sinnbild der Weisheit. Und genau. Aber das ist echt lustig, weil Eulen sind extrem dämlich. Also die sind ziemlich dumm. Und ja. Das fand ich dann echt lustig, als ich das herausgefunden habe. Das habe ich erst also dieses Jahr erst, also 2019 herausgefunden. Aber es ist trotzdem lustig, dass ich sich diese das dann doch so durchgesetzt hat, dass so, ja, Eulen sind die schlossen Tiere, so, nee, sind sie nicht. Was die schlossen Tiere sind, wisst ihr ja, also von den Vögeln ist auf jeden Fall der Rabe. Der Adler ist noch ganz oben mit dabei und was kommt danach? Also auf jeden Fall, der Rabe ist eins der schlauesten Tiere überhaupt. Und ja. Jetzt ich mach mal hier die Bewegungsreichweite, das ist immer cool. An sich ist es super lustig, wenn man so ein Tier, wie nennt man das, nicht Tierpfleger, sondern solche Menschen, die mit Tieren arbeiten und die denen halt Sachen beibringen. So zum Beispiel für Filme oder so. Und speziell für Harry Potter war es eben so, dass da sehr viele Eulen trainiert werden mussten. Und die hatten unglaublich Schwierigkeiten, denen das Einfachste beizubringen, zum Beispiel eine Schnur im Mund haben und damit zu fliegen. Das war unglaublich schwer, das denen beizubringen. Und da hat eben einer gemeint, also der der im Film die ganzen Tiere eben trainiert hat und ja, der hat dann gesagt, also Eulen sind so dämlich, die können das, also die merken sich nicht das Einfachste. Und dann am Schluss mussten sie sogar das ganze Computer animieren, so zum Beispiel Päckchen abschmeißen. Solche Kunststücke, was die Krähen innerhalb von einem Tag können, so ungefähr. Gut, naja, eine Priesterin aus Dodona bringt gute Nachricht. Das Rascheln der Eichenblätter hat ihr viel über die Zukunft unseres Volkes offenbart. Wir müssen feiern. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was bei denen passiert. Ich opfer eigentlich immer eine Kuh. Weil irgendwie Schafe finden sie nicht so toll. Feiern ist auch nicht so toll. Aber eine Kuh war eigentlich immer gut. Keine Ahnung, die stehen auf Rinderfleisch. So, jetzt ist die Frage, ob wir ja denen, also den Drüsen, den Krieg erklären. Bietchen sind unsere Feinde auch, ne? Uiuiui. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt schon. Oh. Entschuldigung. Sneezy, die mögen uns. Ja, auf jeden Fall handeln wir mit denen. Deswegen werde ich jetzt noch nicht mit dem Krieg anfangen. Vor allen Dingen, weil hier Pergamon und Dingsterbums da. Bütnien.
Ja. Dass die, also, weil wenn wir mit denen jetzt Krieg anfangen, dann sind wir so in der Zange und das. Ich mag Zangen nicht. Die sind so böse. So. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Kleinasien. Es sei denn, der Römer sagt jetzt guten Tag. Dann sagen wir denen natürlich auch guten Tag. Das ist ja. Viele von uns. Ja, klar. Gerne. Da hoch will ich ja nicht. So. Es wäre ja unhöflich, wenn jemand guten Tag sagt und man nicht auch guten Tag sagt, ne? So, Rang erhöht, das ist gut. Flüstern der Eich. Hä? Echt jetzt? Die Kuh war von Stechfliegen befallen. Wir haben die Königin der Götter erzogen. Ja, wow. Minus 10 Wohlstand. Okay, ja krass. Das ist das erste Mal, dass eine Kuh scheiße ist. Dann hätten wir doch feiern können. Okay, alles klar. Norika. Oh, interessant. Eine neue Fraktion. Mit Stechfliegen, ja, das macht man doch nicht. Was zum Henker macht ihr denn? So, ja, Opfer für die Götter. Einmal ein verseuchtes Tier, bitte. Idioten. Naja, egal. So, hier können wir nichts machen. Nichts bauen. Dann gehe ich nochmal kurz hier zurück. Oh, wir können eh nichts bauen. Ha, super. Der bleibt auf jeden Fall hier, weil der ist ein bisschen interessanter. Ah, Aktor. Wo ist der Aktor, bitte? Aktor, da ist der Aktor. Ach, das ist der. Okay, ja, dann Infanterie, ne? Nicht? So. Ah, ich hätte... Ah, okay. Ich dachte schon, also ich muss... hätte noch meinen Spion... weiterschicken müssen. Aber der ist ja selbstständig. Der ist schon erwachsen, der kann das. Schutzbündnis. Ruhm, Reichtum und ein Platz in der Geschichte. All das wird unser sein, wenn wir als Freunde zusammenstehen. Ich will ein Klientel machen. Schutzbündnis mit Chimera, nee. Nee. Der muss mir dafür was zahlen. Aber an sich, wenn die anderen um mich rum... Ah, jetzt kommen die Dreier. Lustig, dass er... die irgendwie... Ja, das wird eine schwere Schlacht, weil der 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11. Alter. Der hat halt 11 Plankler-Kavalleristen. Das ist halt schon mal eine Hausnummer. Und ich habe nur zweimal Kavallerie. Ich könnte mich hier auf dem Hügel stellen. Ich muss mich hier auf den Hügel stellen. Ich lass mal die Kavallerie hier. Und mit denen marschiere ich dann hier hin. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von wo? Okay, von da. Nee, von hier. Was? Pause. Wow. Wow. Hä, der hat doch da hinten gesagt. Okay, Jetzt!
Speerkämpfer erwarten eure Befehle. So, dann versuchen wir den mal in kampfbereit und willig! Unser General wird angegriffen! Alter, das ist doch nicht sein Ernst hier. Klar, als ob die jetzt wirklich da von daher kommen, ne? Alter, der will mich doch voll verquacken hier. Aber zum Glück ist das eine kleine. Weil ich muss die so schnell wie möglich ausschalten. Damit die erst dann kommen, wenn ich hier fertig bin. Das war schon mal in Ordnung. Ich dachte, da kommt jetzt eine fette Armee. Aber zum Glück war es nicht so. So, ich habe auch... Ups! Ich habe auch kaum was verloren. Das ist schon mal gut. Ich erwarte eure Befehle. Na, jetzt macht er langsam Dampf hier. Periökische Pikaniere. So. Pikeninfanterie zu euren Diensten. Jetzt mach den mal fertig hier. Zu Kampf bereit! Rennt, ihr Verfluchten! Ja, Kommandant! So, jetzt also sind wir endlich fertig. Warte, wir stellen uns mal vor die Pikiniere. Weil dann ballert der auf die Hopliten und nicht auf die Pikiniers-Einheiten. So, jetzt erwidert mal das Feuer hier. Wie stellen sie sich auf? Also wirklich hier. Das ist ja katastrophal. Schießt ihr? Ausfall. Ja, nur einen kleinen. Zu euren Diensten. Doppelte Geschwindigkeit. Mit geschossen bewaffnete Krieger. Rät, ihr Verfluchten. Dann hole ich mal meine Kavallerie von ganz hinten. Die werden jetzt halt fokussiert, ne, diese Biatches. Die Krieger wollen Blut! Der feindliche General ist tot!
Es gibt halt zu viele Fernkämpfer hier, das ist echt krass. Ich hol die mal da weg. Hier in der Mitte können die nichts mehr machen. So, nochmal vielleicht motivieren, keine Ahnung, irgendjemand. Gut. Hier bin ich relativ sicher. Die Männer wanken. An sich könnte ich auch einen Ausfall mit denen machen, die ich von der Seite angreife. Ja, jetzt wird halt mein General volle Kanne gefoppt. So. Ich muss halt ja schauen, dass ich dass sie irgendwann aufhören zu schießen. Also meine Kavallerie ist auf jeden Fall scheiße. Die Kavallerie hat auf jeden Fall keine Munition mehr. Oh komm, du wankst jetzt echt. Los schießen. Was ist los mit euch? Greift ihre Positionen an! Fatana! Durchbrecht die Linie! Befehl verstanden! Bra! Hier muss ich schauen, dass die wirklich gebrochen bleiben. Mehrkämpfer bereit! Zu Befehl! Periodische Pikiniere! Wir töten sie alle! Komm schon. Erwischt! Erreicht euch! Befehle, wie ihr befehlt! Befehle! Jetzt existieren halt nur noch die
Fernkämpfer, das ist ein Riesenproblem für mich. Ein Riesenproblem. Geschosse bereit! Wobei, also die Nahkämpfer sind jetzt so ziemlich krass egal. Was nicht egal ist, sind die Fernkämpfer. Unser General ist gefallen! Ja, das war ein guter General. Genau, hier sieht man halt die Stärke von Fernkämpfern. Das ist ein schändlicher Angriff. Ich komme halt nicht an die ran. Also, wir werden das trotzdem gewinnen, aber ja, es wird ein Pyrrhus-Sieg. Ja, ich habe auch nur gewonnen, weil ich so viele Fernkämpfer habe. Alter. Ja, teurer Sieg. Ja. Ja. Hier 500, der hat richtig reingehauen. Der hat auch reingehauen. Eieieiei. Ja, jetzt steh dir auf, du Lusche hier. Okay, aber wir haben alles behalten, bis auf unsere Kavallerie. Gut. Und die zwei sind gestiegen. Leider nur die zwei. Wieso der nicht mit seinen 500 Kills? Naja. Gut. Hä, hey, da sind auch welche entkommen. Ja, okay, da war gleich die Grenze. Pyrrhus-Sieg, 1300 oder 2000. Ich nehme die 2000. Vielen Dank. Hey, Alter. Junge. Pflicht ruft. Scheiße. Ich habe keinen mehr von mir. Das ist natürlich blöd. Militärische Entwicklung, ja. Aktor, ja, der war richtig krass drauf. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich erwarte eure Befehle. In den Kampf! Ja, ich mach mal Schutzstellung. Weil meine Fernkämpfer sollen das machen. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Da, Tobi, niemals eine angebrochene Armee in ein automatisches Gefecht reinbringen. Auch wenn es heißt, du hast keine Verluste. Hä, hey, ich hab Schutz. Ich hab doch Schutzstellung gemacht. Das ist doch immer. Eigentlich das, dass ich verteidige. Und dann kommen die Fernkämpfer. Naja, okay. Ja. Danke fürs Zuschauen. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.